Und die Methode OKR, Objectives and Key Results, mit der ich mit meiner Beratung in Unternehmen alle Transformationen steuere, weil sie tatsächlich anfängt, in Organisationen auch auszustrahlen, weil man klar messen kann, welche Ergebnisse werden erreicht. Und mit Ergebnissen meine ich keine Zahlen, sondern wirklich formulierte Ergebnisse, zu denen sich die Teams committen. Aber fangen wir vielleicht vorne an, als Steuerungsinstrument für Digital Leadership. Fängt OKR dort an, wo Simon Sinek mit seinem Golden Circle startet, nämlich Why, How, What, also überhaupt erstmal der Sinn. Welchen Sinn hat es, in dieser Organisation oder in einer bestimmten Abteilung, in einem Team zu arbeiten? Und von dort aus bricht man es dann runter in Objectives. Das ist etwas für Herz und Bauch, was Emotionales, nach dem man streben will. Und Key Results sind dann die klar messbaren, teilweise auch smart formulierten Ergebnisse, zu denen man hin möchte. Und darunter liegen erst die Maßnahmen. Also deswegen Start with Why, ein schönes Buch von Simon Sinek oder auch als Video im Internet verfügbar. Also das Starten mit dem Warum, dann die Frage, wie wollen wir es machen und danach das Was. Und das ist ein guter Startpunkt dann für OKRs. Das Spannende an OKRs, und ich durfte auch mit Amazon arbeiten, und was ich dort sehr schätzen gelernt habe, ist ein sogenanntes gelebtes Disagree and Commit. Was wäre das Beste für den Kunden? Und darauf dann auch committen. Sie können wirklich über so ein Steuerungssystem massiv auf die Ergebnisse einwirken und den Fokus so setzen, wie es die Strategie gerade braucht. Also mit anderen Worten, man denkt in OKR-Zyklen, es gibt die langfristigen Zyklen, die über Strategieprozesse entstehen, wo Vision, Mission, Purpose mit der Strategie zusammengelegt werden und das über Jahresziele dann runtergebrochen wird auf die einzelnen Teamziele. Und ein Element dabei ist von der Fehler- zur Feedback-Kultur, es gibt die Methode der Retrospektive, die Teil von OKRs ist. Und es gibt wunderschöne Leitsätze, die finde ich, die man fast schon nehmen kann für Führung im digitalen Zeitalter. Nämlich, wir glauben daran, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten mit den verfügbaren Ressourcen in der aktuellen Situation das Bestmögliche geleistet hat. Es geht also nicht darum, Schuldige zu finden, sondern gemeinsam zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Teams, mit denen wir gearbeitet haben, haben tolle Sachen gesagt. Also beispielsweise, da alle in den Planungsprozess involviert sind, ist die Motivation und Vernetzung viel größer. Durch die Verständigung auf bestimmte Ergebnisse steigt die eigene Autonomie. Durch die Transparenz können wir unsere Fähigkeiten viel besser einbringen. Das Erreichen von Ergebnissen spornt uns mehr an als das Abarbeiten von Checklisten. Wir sind mit den Zielen des Top-Managements viel besser abgestimmt. Das bringt viel Rückendeckung. Durch die Transparenz und die gemeinsamen Ziele brechen unsere Silos immer weiter auf. OKR hilft uns, dass wir uns für einen bestimmten Zeitraum auf wenige Themen fokussieren. Die Ergebnisse werden dadurch besser und wir sind schneller. Wie führt man OKRs ein? Da gibt es in der Regel ja erstmal Widerstand und Verwirrung, so als die ersten Elemente einer Phase. Dann kommt aber schnell die rationale Einsicht, dass es vielleicht doch Vorteile bringt und durch die Akzeptanz steigt es dann auch und skaliert. Und das Schöne ist, in der Anfangsphase hat man tatsächlich diese Vorteile, die ich gerade genannt habe, bereits in der Einführung mit mehr Transparenz, Aufbrechen von Silos, besserem Alignment, Partizipation, Ergebnisorientierung, sodass sie von Anfang an mit dieser Methode Fortschritte erzielen. Warum also Führung durch OKR automatisch besser wird? Naja, Führungskräfte leben Agilität und Transformation vor. Das schafft Glaubwürdigkeit. Die Führung wird partizipativer, weil es eben bottom-up geht, und damit auch die Motivation der Beteiligten steigt. OKR stellen einen Bezug zwischen Strategie und dem täglichen Arbeiten her und die einheitliche Steuerung für Effektivität und Effizienz. Also in beiden Bereichen, die Ralf vorgestellt hat, des Gehirns. Und OKR ist so ein bisschen der Schieberegler zwischen den beiden Gehirnhälften. Und es gibt Fokussierung, Klarheit und Orientierung. Und wenn Sie mich fragen, aus meiner Erfahrung, Orientierung schaffen ist, finde ich, die Hauptaufgabe für Führungskräfte. Und das, wenn es gelingt, eine Strategie auf einer Seite, auf zwei Seiten mit OKRs, 5 Objectives und jeweils 4, 5, 6 Key Results zu formulieren. Das gibt Orientierung. Das kann man sich sogar merken. Wer fliegen will, braucht Thermik.
Das gilt nicht nur für die Kundschaft, sondern auch für Mitarbeitende. Denn Flugzeuge fliegen, weil Sog aufgebaut wird. Kunden, die bei uns kaufen, kommen, weil sie Sog verspüren, nicht weil man ihnen in den Hintern tritt. Darum, Führen in der digitalen Welt wird anspruchsvoller. Vielleicht sind OKRs Ihnen dabei eine Hilfe. Let's talk!